eine andere Art von Erotik zu schaffen, die weggeht vom klassischen visuellen Porno oder eine Alternative bietet, wenn man, warum auch immer, keine Lust darauf hat. Es gibt ja wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Gründe und auch sehr persönliche Gründe, warum man nicht unbedingt, weiß nicht, sich einen Porno reinziehen will. Und dafür bieten wir eine Alternative für alle. Zum Beispiel, weil man ein Verbot vom Sexcoach bekommen hat, Pornos visuell anzuschauen. Weil ich habe halt wirklich Leute, also zum Beispiel jetzt Männer im Coaching, die Erektionsstörungen haben. Und da ist das Erste, was ich frage, ist, wie viele Pornos schaust du? Und gebe ein Pornoverbot. Und auch klar, wenn halt jemand so, also jetzt nicht nur die Männer, also viele Menschen sind ja so wahnsinnig abhängig von gewissen Erregungsmustern.